Oh, ich hasse das. Das Bild hier ist so scheiße. Jetzt ist wieder gelb. Es ist, glaube ich, nicht optimal, aber ich lasse es jetzt so. Ich kriege es alleine nicht hin. Hallo, hallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir testen heute was Nigelnagelneues aus der Make-up-Industry. Und zwar die neue Kollektion von Anastasia Beverly Hills. Und das ist diese Riviera Palette. Und neue Highlighter und Setting Spray und das ganze Programm. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf das heutige Video. Und wenn euch interessiert, wie die ganzen Sachen funktionieren, bleibt dran. Und ganz viel Spaß beim Video. Vorab, kleiner Hinweis, es gibt eine Verlosung. Und zwar eine hier in diesem Video und die andere wird auf Instagram stattfinden. Das heißt, ihr habt zweimal die Möglichkeit, einmal dieses Set zu gewinnen. Und noch einmal ein anderes Set. Und zwar mit diesen Farben. Es sind jeweils 10 Liquid Lipsticks von Anastasia Beverly Hills drin und halt dieses wunderschöne Packaging. Das hier ist der absolute Wahnsinn und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über die Verlosung. Ich hatte das auf der Website gesehen, als ich die Sachen bestellt habe und war nur so, nee, ganz ehrlich, hier wird sich jemand so sehr drüber freuen und bei 10 Stück sind für eure Freunde und Familie auf jeden Fall auch ein paar dabei und ich hoffe, ihr freut euch darüber und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, wenn wir zu den eigentlichen Produkten kommen. Instagram ist wie gesagt auch immer für euch in der Infobox verlinkt, falls ihr eine doppelte Gewinnchance haben möchtet und auch da teilnehmen möchtet. Und außerdem gibt es da auch immer super schöne Fotos und ja, meine Stories. Also ich liebe meine Story, meine Story ist schon ziemlich cool, also das ist same. Ich habe heute so ein bisschen mitgedacht und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich dieses neue Setting Spray, das Dewy Set, erst ganz zum Schluss jetzt einfach drauf sprühe, bringt halt gar nichts, weil dann ist halt nur erste Meinung. Deswegen sprühe ich das jetzt als allererstes drauf und dann sehen wir auch mal, wie das aussieht, wenn das ein bisschen mit der Haut wirklich verschmolzen ist. Was das Packaging angeht, es ist halt wirklich im Prinzip 1:1 das Packaging vom MAC Fix Plus kopiert. Und was ein bisschen verwirrend sein kann, das Packaging hat hier so goldene Schimmer-Glitter-Reflexe, aber das ist nur in der Verpackung, das ist nicht im eigentlichen Spray. Finde ich, um ehrlich zu sein, nicht so cool, aber ja, kann man nicht ändern. Es riecht exakt wie das Original Fix Plus von MAC und ja, wir schauen jetzt mal, wie sich das mit der Haut verschmilzt. Ich tappe immer noch mal ganz gerne mit dem Schwamm drüber. Oh nein, ich bin dumm! Ich hatte auch dieses neue Dip Brow Gel bestellt, aber jetzt habe ich meine Augenbrauen schon gemacht. Oh, ja, okay, dann gehe ich damit einfach noch ein bisschen durch und gucken wir mal, wie gut es hält. Ich habe die Farbe Medium Brown und auch wenn ich um einiges dunklere Haare habe und eigentlich wahrscheinlich sowas wie, weiß ich nicht, Ash Brown oder Ebony oder so bestellen müsste, mag ich das nicht, sowas super Dunkles zu benutzen, weil ich habe eh so volle Augenbrauen und so dichte Augenbrauen, dass wenn ich damit noch so einer dunklen Farbe arbeite, das wird mir halt too much. Ja, okay, das hier ist gerade keine sinnvolle Repräsentation. Das Packaging ist sehr schön. Ich glaube, die Farbe Medium Brown passt für mein Empfinden auch sehr gut. Aber da gebe ich euch nochmal ein Update. Sorry, habe jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich das hier auch bestellt habe. Ich war bei Gedanken nur bei der Palette und den Highlightern. I'm sorry. Kommen wir nun zum Herzstück der neuen Kollektion. Und zwar ist das die Riviera Palette. Und das ist so ein bisschen was Neues für Anastasia. Ich packe es trotzdem erstmal aus und ich finde, das Packaging ist cool, weil es nicht wie sonst dieser Samtstoff ist, sondern es fühlt sich fast so ein bisschen an wie Jeansstoff, aber es ist kein Stoff. Das hier ist die Palette von innen und ihr seht die Farben und es ist halt auf jeden Fall mal was anderes. Es ist relativ bunt für Anastasias Verhältnisse, aber ich glaube, hiermit kann man richtig schöne Looks schminken. Ich persönlich finde auch die Aufteilung ideal. Unten matte Töne, oben Schimmertöne und halt klar das Weiß, so ein bisschen als Highlight-Ton. Ich starte nun als erstes mit meiner P. Louise Base und prime damit mein Lid. Als erstes benutze ich diesen Peachy-Ton, der heißt Monte Carlo und baue damit ganz leicht Farbe in meiner Lidfalte auf. Die Farbe lässt sich im ersten Moment jetzt richtig schön aufbauen und blendet auch sehr, sehr soft aus. Und das, obwohl ich meine P. Louise Base ja nicht sette, sondern das halt im Prinzip einfach nur von sich aus antrocknen lasse.
Aber das sieht schon sehr, sehr soft aus. Als nächstes benutze ich das knallige Pink hier in der Farbe Bahamas. Ich finde, jede Palette hat in letzter Zeit irgendwie so eine super krasse Farbe, die halt im ersten Moment den Leuten ins Auge springt und weshalb man denkt, das ist was Besonderes. Aber ich muss sagen, diese Palette hat halt allgemein ein sehr gut durchdachtes Farbkonzept. Das gefällt mir schon. Und vor allem sind hier Töne drin, mit denen man das Pink auch gut kombinieren kann. Ich muss nur sagen, wenn man die Töne sich so an und für sich anguckt, finde ich, ist halt relativ wenig Blau drin. Also klar, die Palette von außen ist so blau-weiß gestreift, so maritim, aber innen, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass man dadurch unterbewusst sich verarschen lässt. Also nicht böswillig, so, weil ich meine, jeder sieht ja die Töne, aber durch die Verpackung wird man irgendwie getrickt, es anders im Kopf einzusortieren, zumindest, also es ist mein Problem. Ich sehe die Palette und denke, ja, voll maritim. Aber so maritim sind die einzelnen Lidschattenfarben dann halt irgendwie nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was Neon Pink auf dem Meer ist. Ach doch, vergessen. Meine Yacht ist Neon Pink. Ja. Und natürlich auch mein Bikini ist Neon Pink. Mhm. Um es richtig abzudunkeln, ist hier ein Braun und ein Lila. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Irgendwie spricht mich nichts von beiden richtig an. Ich glaube, ich mache ein ganz bisschen Braun in der Farbe Palm und gebe das aber nur so ein bisschen hier an den Wimpernkranz. Ach, scheiße, dumme Idee. Das sollte ich vielleicht gleich machen, wenn ich den Schimmer platziere. Dumm, dumm, dumm. Bester Tipp, den ich euch in Sachen Make-up geben kann. Falls ihr was falsch macht, macht es auf der anderen Seite auch. Weil egal, wie gut ihr es im Zweifelsfall rettet, es wird nie so sein, als wäre es nicht passiert. Und dann doch lieber symmetrisch. Als nächstes gehe ich nochmal rein mit einer P. Louise Base, aber diesmal in pur weiß. Habe ich relativ neu, habe ich auch noch nie benutzt. Ich hoffe, die funktioniert genauso gut wie die beige. Und um das Weiß nur zu setten, benutze ich das matte Weiß aus der Palette in der Farbe Sails. Das ist sehr, sehr weich, der Lidschatten, und hat ordentlich Kickback. Ich frage mich gerade, ob ich jemals bei mir selber richtig weißen Lidschatten benutzt habe. Ich glaube nicht. Das sieht ein bisschen aus wie ein Clown. Aber es wird noch. Trust me. Hoffentlich. Um das Weiß nun in das Pink hinten so ein bisschen verschmelzen zu lassen, benutze ich den schimmernden Ton Palermo. Und den presse ich in erster Linie so in die Mitte und ziehe den immer mehr ins Pink. Und wenn ich gleich nur noch ganz bisschen Produkt auf dem Pinsel habe, fange ich an, auch so ein bisschen ins Weiß zu tupfen. Es wird immer besser. So, und jetzt können wir auch reingehen mit dem dunklen Braun. Und ziehen uns damit wie so einen rauchigen Liner. Aber nicht mit so einem richtig feinen Pinsel, sondern mit so einem Pencil Brush, der hier oben noch so ein bisschen dicker ist. Weil dadurch habt ihr einen softeren Auftrag, als wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen abgeschrägten nehmt. Mit sowas hier wird es halt ganz klar und definiert und das wollen wir gar nicht. Wir wollen halt so ein bisschen den Wimpernkranz verdichten. Und umso höher ihr geht in das Pink rein, umso weniger Druck. Seht ihr den könnt ihr den Unterschied sehen? Hier verdichtet, da nicht wirklich, sondern nur das hintere. Und wenn da gleich noch Lashes drauf kommen. Als erste Farbe benutze ich für unten den Ton Mediterranean. Das ist ein schimmernder Blauton. Und den presse ich mir unter die Pupille. Ganz vorsichtig, dass der nicht krümelt, weil wenn man Blau-Fallout hat, Abbruch. Und fürs innere Drittel benutze ich diesen Aquaton in der Farbe Seychellen. Und um es außen noch ein bisschen dunkler zu machen und mit dem oberen rauchigen zu verbinden, mische ich die Töne Kann, das Lila und nochmal das Braun. Ich weiß gerade, um ehrlich zu sein, nicht, was ich für einen Liner benutzen soll. Blau oder weiß? Bester! Den hier habe ich schon so lange und immer auf eine Möglichkeit gewartet, den zu benutzen. Der ist von Marc Jacobs in der Farbe Deja Blue.
I love it. Durch diesen leicht bläulichen Stich radiert der rote Äderchen nämlich richtig gut aus und das eigentliche Weiß der Augen wirkt noch weißer, aber es ist nicht so stark weiß. Also es ist... I love it. Wieso habe ich die noch... Oh, ich bin dumm. Oh, will ich Lashes? Eigentlich brauche ich sie nicht, aber irgendwie bei so einem bunten Look, finde ich, gehören so richtige Boom-Lashes dazu. Lashes sind dran, dafür habe ich benutzt... Ah, wo ist die Verpackung? Hier. Von Betty B. Lashes in Instaho. Ja, so heißt die wirklich. Fazit zur Palette ist, sie hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich muss noch mal so ein bisschen gucken, wie ich die einzelnen Töne wirklich gut miteinander kombinieren kann. Aber das Farbschema, habe ich jetzt zum vierten Mal, glaube ich, gesagt, top. Aber auch die Qualität, also ich fand es dieses Mal überhaupt nicht fleckig oder so. Ich hatte keine Probleme, Sachen auszublenden oder so. Oder so, oder so. Qualitativ auf jeden Fall eine Verbesserung zu vorherigen Anastasia-Paletten. Finde ich richtig, richtig cool, dass Anastasia und Norvina und das ganze Team, sage ich mal, sich kontinuierlich bemühen, die Qualität wirklich gut zu haben und sich nicht einfach nur auf ihrem Namen und ihrem Image als Brand ausruhen. Weil in der Vergangenheit ist einiges schiefgelaufen, aber diese Palette hier finde ich richtig, richtig schön. Und wenn euch das Farbschema anspricht... Von der Qualität her kann ich es echt nur empfehlen. Sie ist super, super schön. Kommen wir nun zu den neuen Highlightern. Und ich bin ja voll traurig, weil mein absoluter Lieblingshighlighter von Anastasia Beverly Hills... Wow, habe ich gerade geredet, während ich weg war? Ja. Das ist dieser hier, einer ihrer Illuminator in So Hollywood, wurde aus dem Sortiment genommen. Und das heißt, wenn der hier irgendwann alle ist, kann ich keinen neuen nachkaufen. Und das hier ist echt mein Favorit. Ich liebe den. Dafür gibt es jetzt diesen hier. Und das ist auch die Farbe So Hollywood. Und zusätzlich habe ich noch den hellen in der Farbe Snowflake. Es gab noch einen dritten, der war eher so rosé. Aber da hatte ich Angst, dass der viel zu dunkel für mich ist. Deswegen habe ich den nicht bestellt. So sieht das Packaging aus. Super schön mit dem Glitzer. Das gefällt mir hier auf so einem Deckel richtig, richtig gut. Hier bei so einer Flasche, wie gesagt, ein bisschen unnötig, aber als Deckel gefällt es mir. Swatchen wir mal als erstes den helleren Ton Snowflake. Okay, das war ein scheiß Swatch. Okay, finde ich nicht so cool. Das kommt hier wirklich raus wie Streusalz. Also von der Konsistenz her ist es irgendwie... stückig. Das hier ist Snowflake. Habe ich mir, um ehrlich zu sein, intensiver vorgestellt. Ich kann es ja nicht noch mehr benutzen. Ja, das hier ist das Maximum, was ich da rausbekomme. Ist schön, aber sehr, sehr, sehr metallisch. Also hat nicht so diesen Natural Glow von innen, sondern da sieht man schon, dass man da was drauf gespachtelt hat. Ach, Julina, und bei deinem pinken Lidschatten sieht man das nicht. Das ist was anderes. Daneben swatche ich jetzt mal die Farbe So Hollywood. Okay, der ist wirklich gold. In der Farbbeschreibung stand Champagner, aber ich finde, das ist schon fast Bronzy-Gold. Also, das ist der Richtige. Krass, ich glaube fast So Hollywood wird zu dunkel für mich. Machen folgendes. Als erstes jetzt nochmal ganz bisschen von dem Spray. Nicht direkt aufs Gesicht, sondern nur so drüber nebeln. Und dann als erstes So Hollywood, den goldenen. She wasn't ready. Ich wünschte, ich wäre minimal dunkler oder der Highlighter minimal heller. Es ist super schön, aber ich glaube, es wäre noch schöner, wenn ich ein bisschen dunkler wäre. Tada! Schön. Ist schön, aber wie ich erst dachte, halt wirklich metallisch. Also ich bin mir nicht sicher, wie alltagstauglich das ist. Ich gehe jetzt nochmal zusätzlich mit dem anderen, mit dem Eis, nee, Snowflake, aber nur den höchsten Punkt. Oh ja. Krass, wieso brauche ich denn den hellsten? Ja, die beiden gemischt geht auch, aber... Okay, crazy. Ist sehr, sehr schön, aber wird nicht mein neues Favorite, bin ich ganz ehrlich. Also es ist auf jeden Fall ein Highlighter. Aber es wäre nicht meine erste Wahl im Vergleich zu anderen. Es ist mir zu metallisch. Es sieht ein bisschen aus wie Alufolie. Und ich finde es schön, ich mag, also versteht mich nicht falsch, ihr wisst, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, ich liebe intensiven Highlighter, aber das macht mir irgendwie zu viel Struktur. Geil. Okay, als Inner Corner heftig.
Das finde ich richtig schön. Da stört mich auch diese ein bisschen mehr Textur nicht. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Und last but not least habe ich noch eins von den neuen Lipglossen von ihr bestellt. Ich mag die Anastasia Beverly Hills Lipglosse richtig, richtig gerne. Und das hier ist die Farbe Pink Daiquiri. Die fand ich richtig schön. Aber vorher noch ein bisschen Lipliner. Oh mein Gott. Das könnte nach langer Zeit zum ersten Mal wieder ein Look werden, der richtig gut von A bis Z zusammenpasst. So, sogar mein Cardigan passt zur Lower Lash Line. Wer bin ich? Ich sehe gut aus. Ta-ta-ta-ta. Und das hier ist der fertige Look für heute. Wow. Ich gefällt mir richtig, richtig gut. Wäre ich nicht so blass, wäre noch besser. Setting Spray hat für mich gut funktioniert. Fällt mir gerade ein, wollte ich ja noch erzählen. Ich finde, mein Gesicht sieht gar nicht mehr puderig aus. Aber es ist auch nicht irgendwie über die Maßen glowy an den Partien, wo ich halt zum Beispiel keinen Highlighter benutzt habe. Also zum Beispiel hier um die Nase oder so, oder an der Stirn oder am Kinn. Finde ich, sieht es halt alles sehr smooth aus und sehr hautmäßig. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Lipgloss, phänomenal schön. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Passt auch top zum Look. I love it. Gesnatcht, gekillt, wow. Einmal im Leben mitgedacht und direkt stolz drauf. Von hier an kann es nur bergab gehen. Das Einzige, wo es von mir keine hundertprozentige Empfehlung für gibt, sind die losen Highlighter. Aber das einfach, weil es Geschmackssache ist. Wenn ihr sowas hier richtig gut findet, dann go for it. Ist alles für euch in der Infobox verlinkt. Aber im Nachhinein wäre ich jetzt nicht traurig, wenn ich sie nicht gekauft hätte. Also, ne. Aber ja, ihr Süßen, das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe unglaublich, dass es euch gefallen hat. Falls es der Fall ist und ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert sehr, sehr gerne auch hier unten irgendwo meinen Kanal. Dann seid ihr Teil von Team Julina und beim nächsten Mal definitiv auch wieder mit dabei. Und falls ihr nicht bis dahin warten wollt, Instagram, Twitter, Snapchat, alles für euch unten verlinkt. Auch die Teilnahmebedingungen für die Verlosung findet ihr alle in der Infobox. Vergesst nicht, Instagram, doppelte Gewinnchance. Und ja, dann wäre es für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz, ganz sehr gedrückt und geknutscht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag.